Hier steht, wer ist die Nor? Nog, ist das schon jetzt der Bosskampf? Am Fuß der Dragon. Ja, ich bin gespannt, wie das Level wird. Ja. So, das ist ein Nestinog. Oh. Gibt es hier Drachen? Nein, aber 500 Diamanten. Oder auch, ja. Och nö. Der war jetzt easy. So. Wenn ich sehe, da lang, da lang, da lang, da lang. Okay, wir müssen. Wir müssen. Ja. Ja. Danke für den Schlüssel. So, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber ich weiß, wir dürfen uns nicht abschießen lassen. Da geht's lang, okay. Mensch. Da haben wir den Schlüssel her. So. Wo müssen wir als nächstes lang? Da? Ja. Jetzt muss ich den auch noch runter werden, super. Ey. Und wieder runtergeflogen. Na super, wieder von neu. Stehen.
gibt's doch nicht. Jawohl. Schlüssel Nummer 2. Jetzt müssen wir den hinterher rennen, ne? Ja, haben wir ja gerade gesehen, wie gut das geklappt hat. Jawohl. Oh. Nein. Die bewegen sich auch noch. Game over, kein Leben mehr. Und von da ist sie. Von vorn geht das wieder raus. Das Spiel, hey, das geht nice. Bleib doch stehen jetzt! Mensch, das gibt's doch nicht. Mensch. Bleib doch stehen, hallo. Bleib doch stehen, so. Jawohl. So. Wollen wir zum Nasty Nork hin? Oh.
natürlich erstmal alles hier einsammeln. Ach, das ist auch schon mal okay. Oder gut, wenn wir das alles einsammeln. Da ist keine Kiste. Können wir jetzt direkt die Errungenschaft holen? Fünfmal im Kreis laufen, ne? Dann wäre das jetzt die zweite Runde. Ja, einmal ist ja gelaufen. Oder ist das jetzt das Nummer 1? Ich bin mir gar nicht sicher. Dann ist das jetzt 2, oder? Genau, das ist jetzt die 2. So, Runde 3. Runde 4. Gleich kommt Runde 5. War schon die Errungenschaft? Okay. Das gibt es doch nicht, ey. Alle guten Dinger sind 3, oder? Der Job wieder typisch. Jawohl. Boah, das war knapp. So. Mensch. Okay, in der nächsten Runde krieg ich ihn auf jeden Fall. Zum nächsten Runde. Dann ist es in der nächsten Runde. In der dritten Runde. Oder auch jetzt noch? Nein.
Jawohl. So, das bedeutet. Hier kommt der Schlüssel ran. Gut. Nachschauen. Warte kurz. Wir müssen jetzt hier lang. Hier längs, dann hier längs, ne? Denke ich mal. Ja, perfekt. Dann hier längs, hier längs. Hier links, da links und da rein. Den besiegen. Oder auch nicht. Ich habe noch angekuckelt. Okay, wenn ich das sehe, auf der linken Seite sind jeweils zwei Plattformen immer mit Abschwung, also mit Abstand. Nur zwei. Dann eine, dann wieder zwei und dann wieder zwei. Dann wieder eine und dann wieder zwei. Und dann kommt eine große Arena. Kann sein, dass es seine Arena ist. Beziehungsweise sein. Wisst ihr, was ich meine? Das muss ich aber erstmal schaffen, ey. Boah, ey, ich muse mich so lange, bis ich den besiegt habe. Wir hören uns dann gleich wieder. Sonst raste ich hier gleich aus. Also.
Da achte ich schon gerne auf meinen Chat. Na, ihr denkt wohl, ich bin ich hier, ne? Solche Bots brauchen jetzt gar nicht zu mir kommen. Die werden direkt gebannt. Ich habe schon genug davon auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das reicht mir, wenn die da sind und sowas brauche ich nicht hier. Geht woanders hin. Außerdem kann ich das merken, weil hier ist kein Zuschauer. Wo immer ploppen mehrere Nachrichten auf, zwei auf einmal. Obwohl die keine Zuschauer sind. Also so blöd bin ich auch nicht. Jetzt habt ihr mich auch nur noch abgelenkt, ihr Scheißbots. Entschuldigung, Twitch, dass ich jetzt gesagt habe, aber tut mir leid. Also. Jetzt hab ich noch ein Leben wegen euch. Ey. Ich weiß nicht, also. Klar wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Follower, mehr Zuschauer, so, ne? Aber mit so einem Kack, das könnt ihr, ne, oh, das brauche ich immer gar nicht hier. Hacken und so, ne? Ja. Ja. Ach, da ist er. Warte nochmal von vorne. Ich hänge fest, ich komme nicht weiter. Ich weiß nur eins. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt Nasty Nog Bennett habe, offline gehen. Und dann werde ich auf jeden Fall heute Abend nochmal online kommen. Und dann werden wir auf jeden Fall was anderes anzocken, anspielen, antesten, wo ich auch noch nicht gespielt habe, was im Game Pass ist, dank EA Access, na, ist das für Speed. Ja, das werde ich antesten. So wie das, ich könnte auch das Jedi Fallen Order spielen. Mensch, ich muss hier schnell durchlaufen. Ich muss mich wieder zurücklehnen. Ich muss mich zurücklehnen und das in Ruhe. Das Level durchspielen, wie gesagt. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich den besiegt habe. Ja, bis dahin, bis gleich. Und ich schaue auf den Chat. Ja, ich achte darauf.
Haben wir Nesti noch besiegt? Jawohl! Wir haben ihn besiegt! Jawohl! Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Nasty Gnork! Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung in drin. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Okay, das war Spyro 1. Ich guck mal nach, ob das noch eine Errungenschaft hat, ob man die Credits ansehen muss. Ich glaube nicht. Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Ich glaube nicht, sonst hätte das irgendwie so ein... Ne, hat's nicht. Okay, dann könnten wir auch die Credits überspringen. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade geraged habe, aber es musste gerade raus. Was ist denn hier? Da ist der letzte Drache. Die ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nestys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Ach, okay. Super. Wir gehen jetzt mal durchs Buch. Hafen der Dämmerung. Haben wir gesehen? Da fehlen 105 Diamanten. So, ne, das ist Nestys Heimwelt. Welt der Traumweber. Fehlen 3 Level, ne, mit 100%. Einmal Spuktürme. Da haben wir 373 von 500 und 2 Drachen gefunden. Hier haben wir 0 von 300 und hier haben wir 426 von 500 sowie 1 von 2 Drachen. Monster, wache Welt, haben wir 100%, also, dann, hier haben wir 3 Level zu 100% und 3 Level nicht zu 100%, einmal nebliger Sumpf, da haben wir 407 von 500 Steine, ne, 39, also 224 von 500 Steine, sowie 1 von 3 Drachen, hier haben wir gar nichts, also 0 von 300 Steine. Welt der magischen Künstler, ne, haben wir 2 Level zu 100%, 4 haben wir nicht geschafft. Da haben wir 271 von 300 Steine, sowie alle 3 Drachen und 1 von 2 Eier. Hier haben wir 400, also in Alkenkamp haben wir 448 von 500 Steine, sowie 4 Drachen und alle Eier. In luftige Höhlen haben wir 78 von 500 Steine, sowie 1 von 3 Drachen und 0 von 2 Eier. Hier haben wir alle Eier gesammelt und alle Drachen. 414 von 500 Steine. Und wie gesagt, die letzten 2 Level haben wir zu 100% abgeschlossen. Welt der Friedensstifter. Da haben wir 4 von 5 Level auf 100% geschafft. Eins natürlich nicht. Das trockene Felsschlucht. 341 von 400. 3 von 4 Drachen gesammelt und ein Ei gesammelt. Und dann kommen wir zum ersten Level. Artisanenwelt. Da haben wir alles zu 100% eingesammelt. Okay. Das finde den verborgenen Eingang. Ich werde auf jeden Fall hier hinreisen. Wo ist der verborgene Eingang? Ich denke mal, der verborgene Eingang könnte sein. Könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher.
konnte, wie gesagt, der Dings ein. Hinter uns. Das hier. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Weil was anderes kann ich mir nicht ausdenken, aussuchen. Also, wo soll das hier sein? Ja. Wo soll das hier sein? Wisst ihr, was ich meine? Also, wo soll denn noch das Geheime versteckt sein? Siehe, vielleicht, was ist eigentlich das da? Also, ich sehe hier kein geheimes Versteck. Ah, so gar nichts. So, dann gehen wir weiter. Hier ist auch nichts. Ja. Ich will die aktivieren. Leute, jetzt sehe ich erst, dass die... LOL! Okay. Okay, jetzt sehe ich das. Also, das habe ich nicht gesehen. Das wusste ich gar nicht, dass man die aktivieren muss. Okay. Ich dachte, da oben wäre das drin. Gut. Aber dann fangen wir, denke ich mal, mit Spyro 2 an. Weiß ich nicht.